Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um drei der dümmsten Werbeaktionen der Welt und ich wünsche euch viel Spaß. 2009 hatte die Familie Heen schon etwas Bekanntheit erlangt. Es fehlte aber noch der große Durchbruch und der Vater der Familie überlegte fieberhaft, was man da machen kann. Und dann hatte er eine Idee. Er ließ einen riesigen Gasballon aufsteigen und sagte der Polizei, sein Sohn wäre darin. Die Polizei und die National Guard verfolgten den Ballon über eine Stunde, bis er dann landete. Als sie dann sahen, dass da kein Junge drin war, war die Panik natürlich riesengroß und ein ganzes Gebiet wurde abgesucht für mehrere Stunden. Später gab die Familie bekannt, dass der Sohn sich die ganze Zeit auf dem Dachboden versteckt hatte und alle waren wieder beruhigt. Aber dann kommt der mysteriöse Zufall, der die Polizei ein bisschen stutzig gemacht hat. Zufällig hatte die Familie an diesem Abend schon ein Interview und einen Auftritt im Fernsehen geplant. Natürlich sorgte die Geschichte mit dem Ballon für riesige Einschaltquoten, aber Karma ist auf fucking Bitch und der Junge sagte aus Versehen im Interview, dass alles gefaked war. Die beiden Eltern kamen übrigens ins Gefängnis. Kommen wir zu Nummer 2, die 10 Cent Biernacht. 1974 hatte ein amerikanisches Baseballteam ein kleines Down. Es kamen fast keine Leute mehr zu den Spielen und so kamen sie zu der Idee, dass sie an diesem besonderen Abend das ganze Bier für 10 Cent verkaufen. Sie hatten sich natürlich ein paar mehr Zuschauer gewünscht, aber so viele dann auch nicht. Es kamen nämlich tausende von Leuten, die nur da waren, um sich zu betrinken, zu prügeln, rumzupögeln. Leute wurden verletzt, andere mussten mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus und das Spiel wurde dann abgebrochen, als sogar die Spieler selbst in Gefahr waren, weil diese ganze Meute nicht mehr zu beruhigen war. Kommen wir zur Nummer 3. 1994 kündigten Guns N' Roses das Album Chinese Democracy an. Aber scheinbar hatte X-Rose überhaupt keine Lust zu arbeiten und so war es 2008 immer noch nicht draußen. Da dachte sich Dr. Pepper, es wäre doch lustig, wenn man diese ganze Situation schön ausnutzt. Sie gaben bekannt, dass sie jedem einzelnen Amerikaner eine Dose gratis geben würden, wenn Guns N' Roses dieses Jahr noch das Album rausbringt. Natürlich wussten sie, dass das nicht passieren würde und so standen sie einfach als coole, hippe Firma da, ohne wirklich was abgeben zu müssen. Aber das fand Axl Rose gar nicht so cool. Er setzte sich ran, machte innerhalb von 8 Monaten das Album fertig und damit war Dr. Pepper vollkommen am Arsch. Sie hatten sich natürlich nicht vorbereitet, das heißt, sie mussten innerhalb von wenigen Stunden eine neue Website errichten, wo die Leute hingehen können, um sich eine Dose zu holen. Diese brach auch innerhalb von Minuten zusammen, weil so viele Leute gleichzeitig da drauf waren. Und im Endeffekt war es so, dass sie gar keine Dosen verteilen konnten. Es wurden 10, 20 Stück weggeschickt und der Rest einfach nicht gemacht. Und das fand Axl Rose dann auch ziemlich cool. Denn er fühlte sich ziemlich verarscht und dann dachte er, okay, und hat sie wegen Lügen verklagt. Also Leute, das war schon wieder von mir. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, einen Kommentar da lassen und natürlich am liebsten dieses Video euren Freunden zeigen. Also Leute, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Ciao.